Man sieht nur einen Teil von ihnen, aber sie sind riesige Organismen. Ich empfinde eine große Ehrfurcht vor Pilzen. Das, was wir hier sehen, der Fruchtkörper, ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was den Organismus ausmacht. Er ist die Zellfäden, durchströmen diesen Baum, durchströmen diese ganze Erde, wo auch immer wir uns hier bewegen. Alles ist von Pilzen quasi durchsetzt. Und in Zukunft soll auch unser Leben noch viel mehr von Pilzen durchsetzt sein, wenn es nach Vera Meier geht. Ich finde sie einfach aber auch schön. Also da ist eine Ästhetik drin, trotz dieser Morbidität, trotz, dass sie ja zersetzen, das verbindet man ja eigentlich mit Tod. Aber auf der anderen Seite ist das Leben ja eigentlich nichts anderes als Stoffwechsel. Und der ist das spannende Geschenk der Natur für uns Menschen. Vera Meier ist Pilzforscherin, Mikrobiologin und Künstlerin. Aber eins nach dem anderen. Vera Meiers Pilzkunst. In ihren kleinen Skulpturen feiert sie die Schönheit und Formenvielfalt der Pilze. Eine spielerische Hommage an das, was Pilze schon seit 100 Jahren Unglaubliches für unsere moderne Gesellschaft leisten. Wenn Sie heutzutage sozusagen an Dinge denken, die unser tägliches Leben beeinflussen, dann ist das Medikamente, das ist die Antibabypille, es ist das Insulin, es ist das Penicillin, es sind Blutdrucksenker. Wir nutzen viele Produkte, steht halt einfach nicht drauf, aus Pilzen hergestellt. Aber der Chance, quasi einen großen Schritt noch weiter zu machen, im Sinne von, wie kommen wir weg von Erdöl hin zu einer biobasierten Wirtschaft, werden Pilze der Schlüssel sein. Was noch alles mit Pilzen geht, das erforscht die Mikrobiologin mit einem 30-köpfigen Team an der TU Berlin. Pilzmasse statt Plastik. Das hier ist der Versuch, einen Fahrradhelm zu konstruieren. Nachhaltig. Die Belastbarkeitsstudien sind für Vera Meier vielversprechend. Mit ihrem Team kreiert sie Stoffe für eine völlig neue Industrie. Veganes Leder. Aus Pilzmaterial. Die Zukunft wird auch sein, dass wir in Pilzen gekleidet sind. Das heißt, komplett die Textilien, die wir anhaben, bestehen aus pilzlicher Biomasse. Die Möbel, auf denen wir sitzen, die Schränke, die Tische, ja, das ist sozusagen alles aus Pilzen. Und wir wohnen in Pilzen. Das ist die Vision, an der wir arbeiten, die wir für spannend finden und auch für umsetzbar finden. Vielleicht nicht morgen und auch nicht übermorgen, aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren. Wofür die Erdölindustrie aufwendige chemische Prozesse braucht, um zum Beispiel Schaumstoffe herzustellen, macht das die Natur fast ganz allein. In wenigen Wochen zersetzt das Myzel des Zunderschwamms massenhaft vorhandene Materialien wie Raps, Stroh oder Pappelspäne. Die wohlriechende Masse kann in jede beliebige Form gepresst werden. Auch hier entsteht quasi ein richtig festes Material, welches isoliert Schall, Wärme und welches unglaublich leicht ist. Fühlen Sie mal. Wie quasi nichts, ist federleicht. 100 Kilogramm sozusagen kann das hier aushalten. Die Natur braucht anderes von uns als Raubbau. Vera Meier findet Lösungen in der Natur selbst und in der Kunst. Die Wissenschaftler müssen sich noch mehr trauen, über den Tellerrand hinaus zu gucken, sagt sie. Ich glaube an die Bedeutung der Synthese aus beidem, aus Kunst und Wissenschaft. Und es ist für mich immer wieder spannend, aus dieser künstlerischen Zeit dann wieder ins Labor zu kommen und auch andersherum. Und ich merke tatsächlich, dass das meine Art zu denken und auch zu arbeiten verändert hat. Pilze. Schön und morbid und voller neuer Perspektiven. Man muss sie nur entdecken.